Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es von mir ein Video, wo ich eure persönlichen Fragen beantworten werde. Und zwar habe ich euch auf Instagram darum gebeten, dass ihr mir eure Fragen stellt in Bezug auf mich. Und ich werde gerne euch einfach mal hier alles beantworten, weil ich schon einige neue Zuschauer dazu bekommen habe. Und deshalb ist es mal wieder fällig, dass ich euch einfach mal wieder ein paar Fragen beantworte. Es geht jetzt nicht nur um mich, sondern halt auch verschiedene Themen, wo ihr mich gefragt habt nach meiner Meinung und wo ich euch halt auch von mir aus antworte. Deshalb würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an und los geht's. Ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten Fragen gescreenshottet und ich werde euch das einfach mal nacheinander beantworten. Die liebe Sadaf Sidiq fragt mich, welche Serien würdest du empfehlen? Also ich habe momentan zwei Serien im Kopf, die ich wirklich richtig toll finde. Meine Lieblingsserie ist zum einen Shameless. Also Shameless ist wirklich genau meine Serie. Ich war richtig süchtig danach. Und zwar geht es um einen Familienvater, der halt Alkoholiker ist. Und er hat halt wirklich ganz viele Kinder. Und diese Kinder sind halt auf sich alleine gestellt. Und ich weiß nicht, also diese Serie habe ich extrem gesuchtet. Und ich habe mir jeden Tag so viele Folgen angeguckt. Und zum anderen, eine Serie, die ich jetzt gerade auch ganz frisch beendet habe, war The Affair. Da geht es einfach um ein Pärchen oder zwei Pärchen, die, ja, wie soll ich das erklären, die fremdgegangen sind und wie sich das Leben halt auch entwickelt hat nachher. Ja, also die zwei Serien kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt auch andere Serien, aber so diese zwei Serien sind genau nach meinem Geschmack und die finde ich halt auch super. Ja, dann machen wir auch schon weiter. Und zwar fragt mich dann die liebe Delali22, welche Art von Mann wäre eher so dein Typ? Okay, die Fragen in Bezug auf Liebe sind öfters hier, das werdet ihr auch merken. Also wie stelle ich mir meinen zukünftigen Mann vor? Also optisch gesehen habe ich jetzt nicht wirklich einen bestimmten Typen Mann. Entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht. Aber was ich halt wünschenswert finde, ist, da ich halt schon so eine Person bin, die ein bisschen aufbrausend ist, die ein bisschen viel am Lachen ist und manchmal auch ihre zickigen Seiten hat, würde ich mir einen Mann an meiner Seite vorstellen, der etwas ruhiger ist als ich und der mich halt auch ein bisschen, ne, runterholt. Also jemand, der auch mal sagen kann, Soraya, jetzt halt doch mal endlich mal deine Fresse. So jemanden brauche ich. Natürlich sollte er es netter sagen, aber ich brauche das schon ab und zu, wenn man mir sagt, Fräulein, bis hier und nicht weiter, es ist gut jetzt. Und jemand, der genauso hebelig ist, genauso lustig, also es sollte schon lustig sein, aber jemand, der so ein bisschen, ne, verrückt ist wie ich glaube, das würde, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es dann auch wirklich gut geht. Also es sollte schon so ein Ausgleich sein, deshalb wäre es wünschenswert, wenn er einfach ein bisschen dezenter ist als ich. Die liebe Ottefa fragt mich, wie ist es, alleine zu leben? Würdest du das ändern wollen? Also derzeit lebe ich gerne alleine. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht alleine zu leben oder zurück zur Familie zu ziehen. Weil wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, alleine zu leben, man kann einfach es sich nicht vorstellen, wieder bei der Familie zu leben oder in einer WG. Ich war noch nie jemand, der in der WG wohnen kann. Und ansonsten ist es natürlich was anderes, wenn ich zum Beispiel einen Mann kennenlerne und wir verlieben uns und wenn ich dann mit ihm zusammenziehe. Das würde ich schön finden. Und ich muss ehrlich aber zugeben, die Vorstellung ist sehr schön. Ich kann es mir auch wirklich super vorstellen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben mit einem Mann zusammengelebt. Und ja, aber ich denke mal, das wird irgendwann bestimmt mal der Fall sein. Aber jetzt momentan lebe ich gerne alleine. Ich bin schon am Schottern. Die liebe Ayor22 fragt mich, glaubst du an die Liebe? Natürlich. Ohne die Liebe existiert die Welt nicht. Ohne die Liebe existieren wir nicht. Ohne die Liebe würde nichts existieren. Also die ganze Welt, es fängt einfach mit der Liebe an. Es ist so, ob es der Glaube ist, ob es die Familie ist, ob es die Liebe zum Beruf ist. Es ist alles Liebe. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir ohne die Liebe gar nicht leben könnten. Und natürlich glaube ich an die Liebe. Es gibt alle Arten von Liebe, aber ihr fragt mich sicherlich nach der Liebe zu einem Mann. Und ja, ich glaube daran. Und
Früher oder später wird es mich auch treffen, aber es ist jetzt erstmal nur der Glaube daran. Die nächste Frage kommt von der lieben Romy 365333. Sie fragt, ist Sevin deine allerbeste Freundin oder hast du auch andere? Also vorab, Sevin und ich sind seit über 17 Jahren befreundet und das soll erstmal jemand schaffen. Und was ich hierzu sagen kann ist, wenn man älter wird, hat man wirklich so seine bestimmten Freunde, die man an einer Hand zählen kann. Und ich bin nicht mehr so wie früher, dass ich sage, ich werte meine Freundinnen. Also ich habe 4, 5 Freundinnen, die für mich sehr, sehr wichtig sind und auf die ich niemals verzichten möchte. Und ich kann nicht sagen, sie ist meine beste Freundin, sie ist meine allerbeste Freundin, oh mein Gott, dann kommt sie. Ich werte sie nicht. Also die Mädels in meinem Leben haben alle ihren Platz und sie sind auf ihre Art und Weise was Besonderes für mich. Und ja, also es gibt keine, die ich lieber mag als die andere. Und Sevin und ich, aufgrund dessen, dass wir schon so lange befreundet sind, ist sie auch schon fast wie eine Cousine für mich geworden. Die liebe Jeannie Therese fragt mich, wie kannst du immer so positiv, lustig und gut drauf sein? Also, ich weiß nicht, es liegt einfach an meiner Natur. Schon als kleines Kind war ich so. Ich war schon immer, ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, war ich schon am Lachen. Ich bin immer ein Mensch, ich lache sehr viel, ich mache mir immer schöne Gedanken. Manchmal liege ich im Bett abends, wirklich im Ernst jetzt, bevor ich schlafe, ich lache mich in meinem Bett kaputt, weil ich bin ein Mensch, ich beschäftige mich sehr mit positiven Dingen in meinem Leben, schöne Erinnerungen, meine Vorstellungen vom Leben. Das ist das, was ich auch sehr, sehr gut kann. Und ihr müsst es mal lernen, wirklich. Also wenn ihr Menschen seid, die eher pessimistisch eingestellt sind oder halt vieles auch negativ sehen, ihr könnt das ändern. Es sind einfach eure Gedanken, die euch formen. Und bei mir war es schon immer so, dass ich einfach eine Frohnatur bin oder war und bin. Und deshalb, ich weiß nicht, ich glaube sehr fest daran, dass Positives auch Positives anzieht. Und ich glaube, bei mir ist es einfach automatisch gegeben, aber es ist ein Prozess, was ihr selber auch lernen könnt. Also es gibt ja Menschen, die sind einfach nur jeden Tag am Nörgeln. Und wenn ihr immer nörgelt, dann werdet ihr auch immer das Negative ziehen. Glaubt es mir, es ist so. Und wenn ihr positiv drauf seid und wenn ihr immer positive Gedanken habt, ihr werdet noch mehr Positives anziehen. Der oder die liebe M2012S fragt mich, bist du eher schüchtern? Also, wie soll ich das erklären? Also von meiner Art her bin ich nicht schüchtern. Ich bin ein sehr offener Mensch, ich lache viel, ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen. Aber in Bezug auf Männer, wenn mir zum Beispiel ein Mann gefällt, dann bin ich extrem schüchtern. Also von meiner Seite aus würde niemals der erste Schritt kommen. Es muss schon der Mann machen, aber ja, also schüchtern bin ich in Bezug auf Männer, aber ansonsten von meiner Art her überhaupt nicht. Der liebe Said Sadeki 1 fragt mich, willst du irgendwann nach Afghanistan fliegen? Geplant war, dass ich im September nach Afghanistan fliegen sollte. Also ich wollte das unbedingt für 10 Tage, aber meine Eltern haben sich dann doch Sorgen gemacht. Und ja, ich will gucken oder sehen, woher ich komme und wo meine Wurzeln sind, weil ich war noch nie in meinem Leben in meiner Heimat. Auch wenn Deutschland meine Heimat ist, ist Afghanistan auch ein Teil von mir, wo ich sage, okay, ich wollte es mir gerne mal ansehen und mir ein Bild davon machen. Aber wie gesagt, meine Eltern haben es mir nicht erlaubt. Ich bin 30 und sie haben es mir nicht erlaubt. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich es halt auch sein gelassen und dann habe ich halt mit einer Freundin woanders Urlaub gemacht. Schade eigentlich, würde ich halt gerne irgendwann mal machen wollen. Balkalady89 fragt mich, bist du als Single glücklich? Ganz klar, natürlich bin ich als Single glücklich. Ich bin schon seit ein paar Jahren Single und ich bin trotzdem glücklich und zufrieden. Ich lebe mein Leben, ich liebe das Leben, ich treffe mich mit meinen Freundinnen und mache mein Leben natürlich nicht, beziehungsweise mein Glück nicht von zweiten Personen abhängig. Wer sagt, dass ich mit einem Mann glücklicher bin als Single? Als das Leben mit Single? Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr sprechen. Wer sagt, dass ich glücklicher sein werde mit einem Mann als mein Leben als Single? So, war das jetzt richtig? Nein, wir machen unser Glück nicht von zweiten Personen abhängig. Wir sind nach wie vor, ob mit oder ohne Mann, glücklich.
Jonas Berger94 fragt mich, bist du Jungfrau? Nein, ich bin keine Jungfrau, ich bin Stierfrau. Der liebe Daniel Nebelin fragt mich, wie wichtig ist dir Selbstliebe? Selbstliebe ist eines der wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch haben sollte. Nicht nur ich, sondern ihr da draußen auch. Wer sich selbst nicht liebt, kann andere auch nicht lieben. Das geht einfach nicht. Selbstliebe verschafft dir Respekt zu dir selber, Respekt zu deiner Person und zu deinem Körper. Deshalb, also Selbstliebe sollte jeder Mensch haben. Und ich rede jetzt nicht von Narzissmus und von Selbstverliebtheit oder ihr wisst schon, wie ich das meine. Es ist jetzt nicht die Eitelkeit, die ich hier nenne, sondern die Liebe zu deiner Person selbst. Weil so kannst du in deinem Leben besser Entscheidungen treffen, die auf dich bezogen sind. Ganz, ganz wichtig. Amdarella fragt mich, würdest du für deinen Zukünftigen in eine andere Stadt ziehen? Also, wenn es soweit ist, wenn ich einen Mann kennenlerne und er durch den Job halt in seiner Stadt bleiben muss, dann würde ich auch für meinen Mann in eine andere Stadt ziehen. Warum nicht? Weil ich zum Beispiel kann von überall aus arbeiten, wenn es um YouTube und Instagram geht. Aber ich hätte überhaupt keine Probleme damit, jetzt für die Liebe in eine andere Stadt zu ziehen. Wobei ich sagen muss, ich liebe Köln. Köln ist meine Stadt. Und es würde mir sehr schwer fallen. Aber es kommt auch auf die Situation an. Wenn man so verliebt ist, dann kann man sich schon so einiges vorstellen, würde ich sagen. Ja. Die liebe Nochi Queen fragt mich, wie war deine erste Liebe? Oh Gott, meine erste Liebe war mit 16. Sie war chaotisch. Ich war sehr eifersüchtig. Er war sehr eifersüchtig. Es war eine Fernbeziehung. Und es war, oh Gott, wenn ich daran zurückdenke, es war ein Auf und Ab. Eine Achterbahn der Gefühle. Das war einfach schwierig, schön, aber viel zu chaotisch zugleich. Und diese Art von Liebe würde ich mir heute absolut nicht wollen. Ich war zwar sehr verknallt, aber die erste Liebe ist, finde ich, muss jetzt nicht nochmal sein. Also, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber wisst ihr, wie ich das meine? Das war einfach zu turbulent für mich. Also in der heutigen Zeit würde ich mir denken, mit so einer Liebe würde ich gar nicht klarkommen. Aber zu der Zeit war es schön. Ab und zu. Die liebe Osnor S12 fragt mich, würdest du deine Hochzeitsverlobungsfeier im afghanischen Stil halten? Ja, also natürlich, ich bin irgendwie auch Afghanin, aber ich weiß ja nicht, was für einen Landsmann ich heiraten werde. Vielleicht ist er auch ein Afghane oder zum Beispiel ein Türke, ein Deutscher, man weiß es nie. Was für ein Landsmann heiratet, aber ich würde halt eine Hochzeit dann in dem Falle wünschen, die seine Kultur widerspiegelt, als auch meine Kultur. Also muss beides einfach schön gemischt sein. Und ich kann das selber nicht für mich entscheiden. Alles andere bespricht man halt auch mit seinem Partner, würde ich sagen, ne? Je nachdem, welchen Landsmann man heiratet. Zum Beispiel meine Cousine, sie hat einen deutschen Mann geheiratet und ihre Hochzeit war im, ja, Deutsch-Afghanisch und es war sehr, sehr schön. Man hat einfach aus beiden Kulturen was das Schöne rausgenommen und es war wirklich sehr schön. Wie würde deine Familie reagieren, wenn du in einer Beziehung bist? Also erst einmal, ich gehöre zu den Menschen, wenn ich in einer Beziehung bin oder jemanden kennengelernt habe, dann weiß meine Mutter und meine Schwestern wissen alles. Aber mein Papa sage ich noch nichts. Das kennen wir bestimmt alle. Sobald es dann was Ernstes wird, würde er dann halt auch meine Familie kennenlernen. Natürlich, aber wie würde meine Familie darauf reagieren? Meine Eltern oder meine Familie generell wissen halt, dass ich sehr vernünftig bin, was das angeht. Und ja, wenn das halt ein toller Mensch ist, dann würden sie sehr positiv reagieren. Und ich habe meinen Eltern auch gesagt, also bei uns wird das jetzt nicht so traditionell sein. Also wenn ich einen Mann kennenlernen sollte, dann würde ich, wenn es wirklich ernst wird, würde ich dann mit nach Hause nehmen, dass er sie halt kennenlernt. Ist noch nicht vorgekommen, aber in der Zukunft vielleicht. Und ja, und alles Weitere wird sich dann halt auch mit der Zeit zeigen, ne? Aber so einfach einen Mann nach Hause nehmen, gibt's bei mir nicht. Gab's noch nie und das ist auch eine Sache, dass
daran halte ich mich halt auch. Nächste Frage. Wieso wollen Männer nicht, dass eine Frau selbstständig ist? Also wenn das auf jeden Mann bezogen wäre, dann wäre es extrem traurig. Ich glaube nicht, dass jeder Mann so denkt. Aber wenn das der Fall ist, ganz klar, kein Fall für mich. Ich könnte niemals mit einem Mann zurechtkommen, der mich dafür verurteilt, dass ich mein Leben selber bestreite, also dass ich mein Leben selber lebe und meine eigenen Fähigkeiten habe oder wie ich halt selber mein Geld verdiene. Und wenn das der Fall ist, ganz ehrlich, an diese Männer da draußen, dann geh du schön arbeiten und verdien schön für die Frau mit. Ja, dann würde ich als Frau auch zu Hause sein und lieber shoppen gehen wollen und keine Ahnung was. Aber ein Mann, der nicht will, dass du selbstständig bist oder gar, dass du arbeiten gehst, oder es ist schon traurig genug, wenn du als Frau dich dafür entschuldigen musst, dass du in deinem Leben Erfolg hast. So einen Mann brauchst du nicht. Keine Frau. Denkst du, ein Mann würde eine Frau lieben und heiraten, auch wenn sie keinen perfekten Körper hat? Ja, natürlich, ganz klar. Jeder Mensch hat doch seine eigene Ansicht von Schönsein. Also die einen finden kleine Frauen schön, die anderen finden große Frauen schön. Dann gibt es Menschen, die finden dicke Frauen schön. Und das ist doch... keine Ahnung. Ich finde auch manchmal Männer attraktiv, wo meine Freundinnen sagen, oh mein Gott, Soraya, was ist das? Warum stehst du auf so eine Art von Mann? Aber es ist Geschmackssache. Und wir Menschen sind alle nicht perfekt. Und deshalb, warum soll der Mann dich nicht heiraten oder dich lieben, wenn du keinen perfekten Körper hast? Also ich bin auch nicht für jeden Mann schön. Ich bin eine kleine Frau. Es gibt Männer, die wollen unbedingt eine große Frau haben. Und für sie kommt eine kleine Frau wie ich nicht in Frage. Also bitte, liebe Leute, da müsst ihr euch einfach so, da dürft ihr nicht denken. Also es gibt wirklich durchaus Menschen, die ich schöner finden als jetzt eine andere. Das ist alles Geschmackssache. Genau. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war es auch schon von mir und meinem Q&A-Video. Eigentlich sollte das ja ein Style-and-Talk-Video sein. Aber ich fand eure Fragen so interessant und manchmal auch so tiefgründig, dass ich mir gedacht habe, nee, ich werde mich nur auf eure Fragen konzentrieren und mich nicht dabei stylen. Deshalb war das auch schon gut. Ich werde noch irgendwann eure Beauty-Fragen beantworten. Ich werde das in zwei Teilen machen einfach. Und jetzt erstmal würde ich sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua. Eure Soraya. Tschüss.